Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Empyreon Galactic Survival mit dem Happy Tau und wiederum dem Psychopather und dem Next NS. Wir sind immer noch auf dem Mond von Akur. Während meine Leutchens hier an der Basis rumschrauben, mache ich mich auf eine Einzelmission und versuche das Schiffswrack der Hyperion zu bergen, beziehungsweise ich schaue, was dort für Schätze sind. Und stelle fest, dass dieses Schiffswrack doch ziemlich gefährlich sein kann. Also wir können leider nicht die komplette Station einfärben, weil ich auch Interieurblöcke genommen habe. Ja, macht nichts. Hatte ich vorhin auch, aber passiert. Hauptsache das meiste ist eingefärbt. Jo. Hier steht... Oh, dann brauche ich jetzt hier den... Das erklärt aber auch, warum die Hyperion so aggressiv ist. Wenn sie noch aktiv ist, ja. Ah, scheinbar. Ups. Da war eine Selbstschussanlage, die mich zum Glück nicht entdeckt hat. Ich habe das Gefühl, also bei Nico war das nicht so aggressiv, wo ich das bei Nico auf dem Rechner gespielt habe. Was? Die ganzen Aliens und so. Nee, aber mit den Aliens, das wie gesagt, die haben das stand letztens im Update mit drinne. Die haben da irgendwas gemacht, dass da mehr Aktivität ist. Finde ich auch gut so. Auf jeden Fall. So, also ich weiß, dass hier irgendwo ein Raum mit einer Kiste stand. Oh, das Pflanzenbeet der Hyperion. Also, wenn wir hier den Stein reinsetzen, dann kannst du so auf einer leichten Schräglage ganz viel Blumen pflanzen. Sehr schön. Und nebenbei hast du eine Riesenkühe. Ja. Hast du noch Blöcke? Ja. Dann müsste hier nur noch eine kleine Bahn gezogen werden und dann ist dicht nämlich hier. Ich will ja nichts sagen, aber hier ist noch eine Küche und die Küche ist mit Selbstschutzanlagen versehen. Ja. Finger weg von meinem Kühlschrank heißt das. Ja, garstige Köche, ey. Wenn ich wüsste, wo sie an so einem Schiff den Kern verstecken. Da ist noch eine Drohne. Also eben einsetzen. Ich würde mal darauf tippen, dass ich den Kern in der Nähe vom Cockpit habe, ne? Wow! Wenn du Hilfe brauchst, hast du Bescheid, dann komme ich rüber, ne? Ja, alles gut, alles gut. Oh, da ist ein Raketenturm. Da oben ist das Cockpit. Okay, ich weiß, wie ich zum Cockpit komme. Theoretisch. Und drückt mir die Daumen. So, Nico, alles schwarz. Sehr schön. Hallo, Drohne. Boom. Dann hole ich jetzt noch dein Schiffchen hoch. Nee, ist klar. Au, au, au! Geht's euch noch gut? Wie gut, dass ich noch ein Medipack dabei habe. Ich komme hier durch so eine Tür durch und denke mir so, oh, da vorne geht's zur Brücke des Schiffes. Und es schießen Plasmatürme auf mich. Oh, sauber. Ja, läuft. Warum auch nicht, ne? Das Schlimme ist, dass die Plasmatürme das halbe Schiff auseinandernehmen dabei. Jetzt bist du mit dem Schiff da oben, ne? Da wollte ich gerade ran. Ich muss schon wieder essen. Au. Aho. Gelandet. Ey, ihr macht euer eigenes Schiff kaputt, lasst das. Das haben sie auch nur besetzt. Okay. Okay, die Seite ist frei mit Türmen. Oh. Boah, ist das Ding riesig. So. Die haben ja gut Löcher reingeschossen. Vorsichtig vorbewegen. Nein! Alter Gosch!
Oh, das sieht fast aus wie eine Kirche. Ach nee, das ist ein Fernsehzimmer. Nicht cool. Bin gerade den Kanal runtergefallen und. Oh, ey. Alter. So. Also wenn ihr jetzt noch irgendwie Nahrungsmittel habt in Dosenform oder so, da oben ist jetzt der Kühlschrank, der funktioniert auch. Sehr schön. Ich habe hier auch noch drei Kühlschränke, vier Kühlschränke. Wenn du sowieso von den Schiffen holst, Was? da komme ich überhaupt nicht schon wieder ran. Aber Really? war nicht ran. Ups. Munition alle. Au. Mich würde ja mal interessieren, wenn hier alle Luken dicht sind, ob du den Helm abnehmen kannst oder nicht. Sind ja alle Luken dicht unten. Sicher, bei dem einen Fenster hat letztes Mal noch das Fenster gefehlt. Schon längst ersetzt. Also, das würde mich auch mal interessieren. Nein, ich würde es lassen. Nee, klingt nicht gut. So, was haben wir da? Da geht's nach draußen. Nein! Oh, das muss der Weg zum Hauptdingsbums sein, Kommandozentrum. Nur Drohnen. Oh, Raketen. Haben die was gegen dich? Adrenalinshot. Cool, Ausdauer 350. Ah! Au! Ihr habt auch keine Freunde, ne? Blöden Drohnen. Problem ist, wenn ich mit was anderem schieße, dann geht mir hier bald das Schiff flöten. Das will ich ja nicht. Und schon wieder irgendwelche Selbstschussdrohnen. Oh, du wirst vielleicht. Boah. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie bei Doom, so in diesen Würfelgrafiken und. Okay, Konstruktoren diverse. Das Schiff ist nett. Also, gefällt mir schon ganz gut. Ich finde das merkwürdig, weißt du, Hä? atmen kann man hier nicht, aber die Pflanzen gedeihen. Ja. Da geht's runter. Fernseh. Oh, Dusche. Ich gehe mal kurz duschen. Gerade ein wenig pervers. Kann Ja, nicht gut. nachduschen. Vor allem, wenn die sage, ich gehe mal kurz duschen. Naja. Da komme ich wieder von außen rein. Komm, spring, 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 spring hoch. Ah, ja, haha, geschafft. Nein! 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 Boah! Leck mich! Ich springe hier schön aus dem Dach raus und denke so, oh cool, ich habe es geschafft, ich kann von hinten in den Turm rein. Und habe im Rücken gleich eine Plasma geschützt, was auf mich feuert. Hast auch keine halben Sachen, ne? Nö. Wow, ich bin tot. Es hat mich zerlegt. Oder musst du deinen Kram wiederholen, oder? Ja.
Oh, ich bin mal gespannt, ob ich das So, schaffe. erzähl mir mal, warum mein Schiff gerade runtergekommen ist. Machen die mag ich mal. Ja, die buggen haben wir so durch die Gegend und sieht lustig aus. Der Treibstoff hat das noch nicht genug. Wunderbar. Also die Rakete hat auf jeden Fall das Dings zerstört. Uncool. Hörst du wohl auf mich zu schießen? Da ist schon wieder eine Drohne. Wo ist jetzt mein Backpack geblieben? Voll nicht lustig. Deinen Rucksack kannst du zwar schossen, oder? Nein, aber ich komme gerade nicht zu meinem Rucksack zurück. Da hinten ist er. Ah. Weil hier sind so viele Scheißdrohnen, bin eine Etage zu tief gefallen. Schwupp. So. Das war knapp. Es tat nämlich schon wieder gut weh. Medipack da. Lackierpistole brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe alles. Gut. Hä? 8. Versuche an der Außenhülle mal zum Kern von der Hyperion zu kommen. Mittlerweile Level gestiegen. So, ist auch gar, ich sehe. Ach so, okay. Okay, Selbstschussanlage. Hast du sowas wie einen Kern schon gefunden? Naja, ich suche gerade. Bin jetzt noch 450 Meter entfernt. Aber hab jetzt keinen Kern dabei. Sonst komme ich da gleich auch noch hin. Was war denn hier der Schiffscockpit? Weil der Kern müsste ja im Prinzip in der Nähe vom Schiffscockpit sein, oder? Ja. Außen mit Bewaffnung oder sowas noch vorhanden? Ich bin mir nicht sicher. Ich komme jetzt nämlich quasi direkt von der Station nach vorne dran, so, also die. Also die meisten Sachen habe ich getötet. Also hier im Cockpit sind auf alle Fälle noch eine ganze Menge Transportkisten. Aber da ist auch eine O2-Station. Aber ich finde keinen Kern. Nee, nicht so wirklich.
was sehen? Nö. Nee. Oh, Selbstschussanlage, Vorsicht. Ja. Problem ist nur, ich sehe sie nicht. Ja, die hat einzeln geschossen, von daher scheint sie noch relativ weit weg zu sein. Boah, wo ist denn hier? Wow. Wow, was ist denn hier runter? Wow, da bin ich doch irgendwo richtig. So viele Selbstschussanlagen, da muss der Kern in der Nähe sein. Au. Schießen die auf dich? Ja, ja. Okay. Wo bist du denn reingegangen, frage ich mich gerade. Bitte? Wo du reingegangen bist. Wow, das ist doch uncool. Ich bin durch ein Loch durch. Naja, das hab ich nicht gedacht. Ja. Ich hab jetzt den Kern und mach mich auf den Weg zu euch. Ah, ich habe einen Kern gefunden. Entscheide ihn aus. Ich höre Schritte, ist das einer von euch? Ja, ich bin draußen. Okay. Ah, auch noch daneben geschossen. Nochmal. Kern ist aus. Also wir können das Ding jetzt entweder abbauen oder erobern. Naja, mit Fliegen wird nichts, glaube ich. Naja, ist schwierig, ne? Ich würde es erobern, damit wir eine Absicherung haben. Was haben wir denn da für eine Absicherung? Ach, die Außengeschütze hast du alle platt, oder? Ja, sicher, die haben ja alle auf mich geschossen, wie blöde. Also, ich habe den Kern dabei, also so ist es nicht. Ja, musst du wissen. Also, ich werde mir jetzt mein Flugzeug holen. Weil da habe ich noch ein bisschen was zu essen und zu trinken bei und ein bisschen Gesundheit und Sauerstoff brauche ich. Ich bin nämlich kurz vorm Ersticken. Ich habe mir jetzt einfach ein Loch geschaffen, wo ich reinkomme. Ja, das funktioniert super, oder? Warum auch immer du zu Fuß rennst? Wollen wir da echt jetzt den Kern hier rein? Nö, ich würde sagen abbauen. Ja, wenn du... Nimm ich mal hier mir die Brustgeneratoren vor. Weil ich schon auf dem Weg war, Happy, deswegen.